So, hier sind wir wieder von DevPlay. Wir sind hier auf dem Summit, auf dem Entwicklerpreis vorgedöns, ja, und wir stellen uns nochmal vor. Ich bin Björn Pankratz von Piranha Bytes. Jan Theisen von Kingart. Jan Klose von Deck 13. Adrian Görsch von Black Forest Games. Unser Special Guest Johannes Roth von Mimimi Productions. Gut, zuallererst hätte ich erstmal eine Frage, und zwar bin ja schon alter Sack in der Games-Branche, ja, und ich werde unheimlich oft von vielen jungen Leuten gefragt, die gerade im Studium sind oder die gerade auf der Schule sind oder so, Games-Entwickler, das wäre doch total was für mich, Developer, so, ja, und manchmal weiß ich gar nicht so recht, was ich darauf sagen soll, weil ich bin mehr oder weniger Quereinsteiger gewesen, ich habe studiert auf Lehramt und diesen ganzen Kram und irgendwie bin ich da so reingerutscht. Würdest du jemanden empfehlen, der so jung ist, sowas zu machen, was du gemacht hast, und wie genau ist das passiert? Ja, also bei uns war es jetzt der neue klassische Ansatz, eben nicht mehr als Quereinsteiger, sondern über so ein Game Design Studium zu gehen. Wir haben das in München an der Media Design Hochschule gemacht, es gibt die Games Academy, es gibt auch staatliche Alternativen mittlerweile, wo man nicht wie an der privaten Hochschule im Monat 800-900 Euro zahlen muss. Mhm. Es gibt Stipendien auch dafür, muss man auch sagen. Ich würde jedem empfehlen, sich da einfach zum Beispiel an der MDH gibt es so eine Infoveranstaltung, da hockt man sich einfach rein, da kann man mit den Studenten sprechen, da kann man sich umschauen, was machen die für Projekte, da wird man erfahren, was man alles lernen soll und was man selbst mitbringen muss. Also zum Beispiel die große Angst, muss ich in Mathematik total gut sein, die wird da eliminiert, keine Sorge. Und dann kann man einfach mal so ein Gefühl kriegen, dann gibt es noch einen Eignungstest. Ich weiß nicht, ob die anderen Hochschulen das auch haben. Wenn man den macht und dann halt das Feedback kriegt, merkt man auch nochmal so, hat man so diese Skills so ein bisschen, oder ist man vielleicht dann doch eher nur der Zocker, der das halt als Hobby machen möchte, weil das muss man schon im Hinterkopf behalten. Alle Leute, die ich kenne, die in der Branche sind, haben viel Zeit zum Zocken verloren, seitdem sie es tatsächlich hauptberuflich tun. Und zum Beispiel weiß ich, dass bei Kingart ein Schüler ein Praktikum macht, der quasi nach dem Abi zu uns kam und einfach zu verschiedenen Studios gefragt hat, ja, was sollen wir denn, was soll er machen, und er könnte Grafik und er kann ein bisschen programmieren, er hat es angeschaut und er wollte irgendwas mit Grafik studieren, er hat gesagt, sorry, das wird sich jetzt verletzen, aber deine Grafiken sind nicht gut. Aber alles andere, was du machst, ist exorbitant gut für dein Alter. Mach auf jeden Fall ein Praktikum, bei wem auch immer. Hauptsache, du kommst da rein, und er ist super happy dort. Und wie man sieht, gibt es auch die großen Studios, die halt die Leute dann nehmen. Und wenn man da halt schon ein bisschen so selbst diesen Drive mitbringt, schon irgendwas gemacht hat, irgendwie mal ein Spielchen gebastelt hat, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Unity, UDK, weiß ich nicht, irgendein Game Maker oder so. Einfach was basteln, wenn man Bock drauf hat. Das beweisen, dass man diese Passion hat, und davon lassen wir uns dann ja auch, glaube ich, alle gern anstecken von jungen. Es reichen manchmal auch Mods, ne? Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist für mich immer der wichtigste Punkt überhaupt. Wenn Leute sagen, wie werde ich Spieleentwickler? Letzten Endes muss Spiele entwickeln. Oder wie werde ich Level-Designer, indem du Level designst? Das ist halt irgendwie der einzige Weg, das zu machen. Und bei uns ist es halt auch so, wenn wir Praktikanten nehmen oder selbst wenn wir Leute einstellen, wir gucken eigentlich nur darauf, was sie gemacht haben. Wenn man einen Grafiker einstellt, ist mir das völlig egal, was der studiert hat und wo der studiert hat oder ob der studiert hat. Wir gucken uns an, macht der gute Grafiken? Und dann geht es vielleicht noch darum, okay, wie effektiv arbeitet der und so weiter und so fort. Aber im Wesentlichen geht es darum, man muss einfach zeigen, hier, guck, das habe ich gemacht und das kann ich. Und das ist halt irgendwie der beste Berufseinstieg. Was ich ganz witzig fand eben, haben wir kurz in der Pause drüber gesprochen, wie ähnlich sich das wie ähnlich das immer noch ist heute im Vergleich zu vor 20 Jahren oder wann auch immer, wie man in die Branche reinkommt. Letzten Endes geht es immer darum, ein paar Leute zu finden, die halt irgendwie zusammen was machen wollen und dann eben tatsächlich einfach sich durchzubeißen und halt irgendwie das erste Spiel fertig zu machen. Und halt eben irgendwoher das Geld zu kriegen. Das ist dann halt immer der andere Trick, dass man dann halt eben nebenher irgendwas macht, was man, womit man ein bisschen Geld verdienen kann, wenn man nicht gerade den reichen Onkel hat. Und bei uns war es halt so, wir haben die ersten Jahre sehr viel Webdesign gemacht und CD-ROMs und irgendwelche Multimedia, irgendwas Geschichten. Einfach nur, um nebenher sozusagen unser Hobby, die Spieleentwicklung finanzieren zu können, bis man dann halt irgendwann genug Erfahrung hatte und genug Aufträge hatte, um eben dann wirklich nur Spiele machen zu können. Und ich glaube, bei Jan weiß ich es, bei euch war es, glaube ich, so ähnlich. Ihr habt das irgendwie auch während des Studiums, glaube ich, irgendwie angefangen und seid dann quasi auch irgendwie reingerutscht, oder?
Ja, angefangen haben wir tatsächlich, also noch während der Schulzeit damals, mit dem ersten kleinen Game. Und dafür haben wir dann tatsächlich auf einer Plattform so ähnlich wie der Amiga oder Atari damals, war so eine englische Computerplattform, Acorn Risk PC, haben wir das Ding rausgebracht. Da gab es auch gar keine Spiele, das war dann so eine Weltraum-Kolonisierungssimulation. Und ich habe dann die 500 Packungen, die wir verkauft haben, alle mit Uhu selber zusammengeklebt an den Faltstellen. Und das war tatsächlich so, wir wollen so Spiele machen und wir wissen, man muss die ja irgendwie bauen und da muss man sie irgendwie verkaufen. Dafür braucht man dann irgendwie Disketten und eine Verpackung oder so, und da haben wir dann gemacht. Dafür waren wir, ich sag mal, Schritt für Schritt unterwegs im Studium, dann weiter, haben irgendwann die Firma gegründet, sind deswegen vielleicht auch eher nicht so die Shooting-Stars gewesen, haben uns so jeden Schritt eigentlich erarbeitet und hatten nie so das Projekt, wo wir gesagt haben, okay, da gehen jetzt die Verkäufe durch die Decke. Klar, wir hatten vielleicht ähnlich wie ihr irgendwann unseren ersten 3D-Adventure-Titel Ankh, wo wir gesagt haben, da haben wir jetzt richtig was reingesteckt, haben wir richtig versucht, professionell zu arbeiten, ein richtiges Team aufgebaut und mal gucken, ob es was wird. Wo dann selber alle gesagt haben, oh, das wird bestimmt nichts, und irgendwelche Berater dann gesagt haben, ja, schade, dass ihr nur so einen schlechten kleinen Publisher-Vertrag bekommen habt, da wird es halt nur eine untere 60 werden, das Spiel. Ihr hättet ja was Schönes draus machen können, die Leute mit langen Gesichtern dann bei uns irgendwie rumgelaufen sind. Und ich dann total gefreut haben, dass es halt Spieler cool fanden, sind wir zwar nicht reich geworden, aber es ist heute noch so, nachdem wir Lords of the Fallen gemacht haben, kommen Leute und sagen, ihr seid doch die, die Ankh gemacht haben. Und sagen wir, ja, auch gut, ja, warum nicht? Ja, ist ja nichts, wo man sich für schämen muss. Auf jeden Fall. Also hast du recht, Jan, dass es so ist. Wie war es bei euch? Ja, bei mir persönlich war es nochmal ganz anders gewesen, weil ich habe den klassischen Studiumweg gemacht, aber BWL studiert. Ich komme tatsächlich aus dem Bankwesen, habe nebenher viel mit einem Comiczeichner alle möglichen wirren Projekte gemacht, von Games-Versuche über irgendwelche Gruftschlampen-Live-Shows auf dem WGT, also ganz wirre Geschichten. Und dann irgendwann den Weg über Electronic Arts zu Spellbound und Black Forest gefunden. Was ich aber nochmal sagen wollte, wenn wir hier über sowas sprechen, sprechen wir natürlich über 10-20% der Games-Branche in Deutschland. Dürfen wir nicht vergessen, dass 80%, also das ist jetzt mal so eine Hosentaschenschätzung, 80% bei Browser-Games, bei InnoGames, Mobile-Games, Good-Games, BigPoint, wo auch immer arbeiten. Und ich denke, da ist schon auch das Thema, weil die auch andere Prozesse haben, viel mehr Leute einstellen müssen. Natürlich auch das Thema, okay, ich schaue mir die Leute an, die von der Games Academy kommen, ja, und versuche da die Leute zu holen. Während wir als Studios mit einem ganz anderen Ansatz tatsächlich gucken, okay, was sind das für Typen, die wir da reinholen. Ja? Und dass diese Branche, Games-Branche, ist es eine Branche oder sind es verschiedene Branchen? Weil wir nämlich eben diese großen Firmen haben. Ja? Und wenn ich ein Game Designer bei King Art bin, ja, oder bei Black Forest Games, dann habe ich so einen Bereich. Und wenn ich das bei InnoGames bin, vielleicht ist es da auch anders. Ja? Ich habe für kleinere Spiele vielleicht einen breiten Bereich oder ich habe... bin spezialisierter, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein anderes Arbeiten und andere Ansprüche und ein anderes Ergebnis als die Studios, die wir jetzt hier präsentieren. Ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen eine Typfrage, wo es einem letztendlich besser gefällt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die sich halt wohler fühlen in einer größeren Firma, wo es eben vielleicht auch nicht so super Verantwortung auf jedem Einzelnen liegt und keine Ahnung, wir sind hier 20 Leute in der Grafikabteilung und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, gut, dann habe ich einen schlechten Tag, ist egal, 19 andere Leute fangen das irgendwie auf, während das halt bei so kleinen Projekten halt eben so ist, du hast es vorhin gerade gesagt, wenn da einer oder eine alle Grafiken macht oder alle Texturen macht, dann ist das halt einfach eine Riesenverantwortung, weil wenn dann irgendwas doof aussieht oder nachher Leute irgendwie sagen, ja, das sieht aber scheiße aus, dann ist man halt einfach selber dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist halt, da muss man halt auch einfach der Typ für sein, der Lust hat, irgendwie sowas zu machen. Was ich als Tipp auf jeden Fall geben kann, wenn jemand irgendwie darüber nachdenkt, selber Spiele zu entwickeln oder selber eine Firma zu gründen, was auch immer, man muss auf jeden Fall darüber nachdenken, dass nicht alles,
nur Spieledesigner sind, sondern es muss auch noch irgendwie Leute geben, die sich mit Zahlen auskennen und Leute geben, die sich mit Recht auskennen und irgendwie Leute, die, die das Ganze auch so ein bisschen in der Realität versuchen zu verankern, weil ansonsten hat man halt irgendwie das Problem, dass dann irgendwie 10 Leute sitzen, die alle irgendwie, keine Ahnung, in 10 verschiedene Richtungen loslaufen und super überzeugt davon sind, das neue World of Warcraft zu machen, nur in der Realität sieht es dann halt eben meistens anders aus und ich glaube, da scheitern relativ viele dran so in den ersten 1-2 Jahren. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo so ein Studium im Game-Design-Bereich oder so schon eine gute Sache ist, weil du halt dann automatisch eigentlich schon eine sehr gute Möglichkeit hast, ein Team zu finden. Und oft sind da schon auch dann noch andere Studiengänge in der Nähe, die halt was BWL-mäßiges machen oder so. Dann kannst du dir da vielleicht jemanden raussuchen. Ich kann das nur unterschreiben. Wir sind ja dadurch, dass wir selbst diesen Werdegang hatten, auch immer sehr interessiert daran, anderen Studios zu helfen oder Newcomern. Und wenn es halt keinen Businessmenschen gibt oder keinen Firmenmenschen oder kein Gesicht der Firma, ist halt ein Riesenproblem. Also du musst halt schon jemanden haben, der auch Bock hat, sich um die Verträge zu kümmern oder halt die Steuererklärung. Und ich bin da auch, sag ich mal, eher reingerutscht. Aber ich wusste halt immer, dass es mir auch Spaß macht, dieses Administrative zu tun. Mich motiviert es halt zu wissen, dass ich irgendwie 15 Leute bezahlen kann, die halt geile Spiele zusammen machen können und ihren Traum leben können. Und ich krieg das halt hin. Aber es gibt halt andere Teams, die haben einen richtig geilen Prototyp. Die haben eine richtig coole Idee und dann ist das Studium vorbei und auf einmal so, verdammt, jetzt müssen wir ja alles Mögliche tun, irgendwelche Vorschriften, wie groß der Arbeitsplatz sein muss oder Büro, überhaupt mal was finden und so weiter. Ja, und dann gehen halt viele hops, weil es diese Person nicht gibt. Also kann ich nur unterstreichen. Cool, ja, super spannend. Wir wollten ja auch noch ein bisschen über den Inhalt sprechen. Wir haben jetzt viel mehr darüber gesprochen, wie eigentlich man sich als Indie irgendwie seine Sporen verdient und wie man das macht. Ich glaube, es war eine super spannende Kiste und wir werden mal heute Abend gucken, wie es weitergeht. Wir sind ja hier noch ein bisschen unterwegs und zwar noch tatsächlich für ein paar Stunden, in denen hier noch ein paar Vorträge sind, in denen sich die Branche noch ein bisschen trifft und wir noch ein bisschen alle miteinander reden und so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüssten ganz genau, wie es weitergeht. Und coole Ratschläge verteilen und dann schauen wir mal nachher, ob ihr die nächsten seid, die coole Ratschläge verteilen. So, wir sind jetzt auf der Preisverleihung. Die Preisverleihung ist auch schon vorbei soweit und wir sind uns nicht ganz sicher, deswegen fragen wir nochmal nach. Habt ihr was gewonnen? Mindestens eine! Was habt ihr gewonnen? Beste Story! Bestes Jugendspiel! Bestes Adventure! Ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute und lassen die Jungs noch ein bisschen feiern. Mädels! Ja, drei Mädels! Und die Mädels! Natürlich auch!